für mich ist einfach Stuhlwein und Wasser eine Einheit. Und es ist auch in dem Zusammenhang zu wissen, die Gemeinde hat bis dato schon sehr, sehr viel Geld in diesem Kampf gegen die Wasserableitung eingesetzt. Gleichzeitig, sage ich mal, steht eine sehr breite Öffentlichkeit, jetzt in dem Fall aus Neistift, dahinter, sich gegen diese Wasserableitung auch zu wehren. Und mir persönlich kommt es einfach so vor, jetzt haben wir auch mit diesem wilden Wasserweg, ich sage mal, mit dieser ökologisch wirklich sinnvollen Wassernutzung eine richtig tolle Geschichte. Und jetzt fängt es richtig an zu laufen, die Leute wollen es, die Leute akzeptieren es, jeder hat da Freude damit. Und jetzt kommt man praktisch drauf und sagt, und jetzt tun wir das Wasser weg. Und damit war eigentlich einfach das Elementarste für dieses Erfolgsprodukt nicht mehr vorhanden. Da ist wirklich die Rede davon, dass an Spitzentagen 2000 Menschen diesen Weg benutzen. Und ich sage mal, wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, dass man jetzt als Tourismusdestination eine Einrichtung hat, die was 2000 und mehr Menschen an einem Tag anzieht, dann muss ich sagen, das ist an sich ein sensationelles Werk. Die Gemeinde, wie auch in den Medien ja gelesen, vom Wallnöfer, wenn ich da erinnern darf, dass er eigentlich die Gemeinde Neustift der schärfste Gegner ist, der was ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Ich sage mal, der Gemeindeanwalt ist da mehr als gut beschäftigt, in dieser Causa weiter dran zu bleiben. Es werden auch immer wieder so neue Gutachten in Auftrag gegeben, um den Standpunkt der Gemeinde mehr und mehr klar und eindeutig darzulegen.